Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Seleukiden und ja, wie eigentlich jetzt die letzten Folgen, ja, sieht es sehr schlecht aus, beziehungsweise jetzt sieht es richtig scheiße aus. Wir haben nur noch eine wirkliche Armee und das ist die da. Erst kam das Beben. Und dann kam der Untergang. Wir haben jetzt hier das Problem, hier das Problem, hier das Problem. Und die da, also unsere Hauptstadt wird auch ein bisschen bedrängt. Also nur ein klitzekleines bisschen. So. Also unser Verbündeter macht gar nichts. Hier kommt auch nochmal eine wunderbare Verstärkung von Athen. Die werden wahrscheinlich bald auch hierhin oder dahin fahren. Wahrscheinlich Tyros. Wobei Tyros wird jetzt fallen. Ja, 50 Pikniere und also ja, die sind eigentlich schon tot. Gut, was kann man da tun? Mit den Elefanten kann ich noch. Ups. Noch einiges machen. Wie sieht die Garnison existiert gar nicht mehr. Okay, 5 Runden habe ich da. 5 Runden. Hier kann ich auch die da nicht mehr. Doch, die kann ich sogar rekrutieren. Warum? Ah, weil hier. Weil hier die Stelle sind. Okay. Also, Strategie Nummer 1. Wir greifen jetzt sofort die da an. Das wird ein bisschen schmerzhaft werden, weil die sich eingebunkert haben. Was haben wir denn hier? Ja, okay, wir haben. Ups. Handy sollte ich ausmachen. Zumindest lautlos. Moment. Also, wir haben hier ziemlich viele Elefanten. Das ist ganz gut. Ja, die können ziemlich viel wegtanken. Und ja, aber der hat sehr viele Fernkämpfer. Aber die sind natürlich hier drin gefangen. Also in der Garnison, in dem. Na, wie heißt der? Befestigung. Da sind sie ziemlich gefangen und in nicht so guter Verfassung, sage ich mal so, wenn die Elefanten reinkommen. Das Problem ist, dass er 4 Türme hat und die machen richtig Aua. Hier sind auch nochmal 2 Armeen. Da ist eine Fullstack-Armee. Also Tyros lassen wir fallen. Also müssen wir ja. Also die erste Strategie ist natürlich, also wie gesagt, hier die angreifen und dann auf dem schnellsten Weg dahin. Dann wird Palmyra und Tyros fallen. Die zweite Idee wäre, Antiochia fallen zu lassen und stattdessen zu fliehen. Und zwar mit der Armee Richtung Salamis und dann hier neu anzufangen. Das würde uns halt ziemlich nach hinten katapultieren. Aber da hätten wir erstmal Ruhe, sage ich mal. Also bis die rüberschippen. Bis die rüberschippen ist noch, wird einige Zeit dauern, würde ich mal behaupten. Genau, also Nummer 2 wäre nach hinten gehen, Nummer 3 wäre sofort nach Antiochia gehen, die zu befreien. Aber dann würde Palmyra sofort fallen. Warte, Palmyra sieht auch gerade nicht gut aus. Also Garnisonen sind momentan echt rar. Okay, also die haben. Ich habe 5 Runden Zeit, um Antiochia zu retten. Wie lange brauche ich? Also
Eins, zwei Runden, also drei Runden insgesamt. Der hatte so viele Pekiniere, das ist nicht gut. Ja, okay. Moment. Ich glaube, ich mach was. Ich habe jetzt 3800 Moneten. Söldner. Ich könnte noch mal zwei Söldner holen. Einfach als die sind günstig. Einfach als Kanonenfutter. Die zweite Überlegung ist, dass ich hier dann einen neuen General mache, sobald ich hier weg bin. Ja, ich glaube, das mache ich. Oh. Oh. Der macht so. Der sagt sogar, ich gewinne. Ich will das mal ausprobieren, weil Angriffe habe ich noch nie automatisch gemacht mit nur Kavallerie. Wenn er genauso blöd ist wie beim wie bei den Befestigungen oder Belagerungen, dann wird es sehr wehtun, dann starte ich neu. Ich will es einfach mal, ich will es mal wissen, ob er klug ist oder ob ich Einheiten verliere. Ja, naja. Aber der hat hier ziemlich wenig verloren. Und hier sind. Ja, aber es geht. Es geht. Ich vernichte die jetzt. Ich mach. So. Gut, das war nicht gut. Agema. Naja, aber der hat immer noch überlebt, oder der überlebt immer noch. Okay, da machen wir Gewaltmarsch und sind vorbei. Nee, ich gehe jetzt hier hin. Und rekrutiere. Und zwar, ich habe Agema verloren. Und das war's. Ja, okay. Okay, dann baue ich hier eine neue Armee auf. Welche Farbe haben wir denn? Okay. Dann machen wir hier den da. Unterhaltskosten, das ist gut. Armee aufstellen. Ja, an sich, Elefanten sind am praktischsten. Oder ich mache mal Sichelstreitwagen. So. Und der rekrutiert jetzt. Zwei. Eins. Ja, hab kein Geld mehr. Gut. Ich glaube, so ist es am besten. Wenn die mich jetzt angreifen. Na, das glaube ich nicht, dass die das machen. Drei Runden, dann ist der wieder heil. Drei Runden. Vier Runden. Ja, aber das ist egal. Okay. Dann eins, zwei. Also ich hoffe, in zwei Runden komme ich rüber. Dann Palmyra. Also Palmyra, in Palmyra habe ich jetzt.
Okay, in Palmyra habe ich eben jetzt eine Armee aufgebaut, damit das nicht fällt. Und jetzt ist von oben noch eine Full-Stack-Armee gekommen. Und jetzt greift er sogar noch an. Und er hat vier Pikniere. Also die Elefanten sind alles, was ich noch dagegen werfen kann. Ich bin mal gespannt, ob wir dieses Mal unsere Hauptstadt verteidigen können, weil es sieht echt nicht gut aus. Ist das jetzt das Ende der 501. Legion? Naja, Legion nicht, das ist ja. Das ist ja keine Legion. Eine Armee ist dies. Okay. Also. Wir kämpfen dreckig. Wir müssen dreckig kämpfen. Weil an sich. Hier hat er nur drei Orte, wo er runterkommt, aber meine Pikiniere sind so am Arsch. Das bringt nicht wirklich was. Das bringt nicht wirklich was. Meine Idee ist jetzt, dass wir hier uns aufbauen. Und diesen Platz verteidigen. Ja, wenigstens haben wir noch eine Kraftkonzentration. Die müssen wir relativ schnell dann aktivieren. Ja, hier brauche ich eigentlich gar nicht zu schauen. Söldnerplänkler, Speerkämpfer, der drei Kavallerieeinheiten. Drei Steinschleuderer. Das Problem hierbei ist halt, dass ich die. Okay, ich habe jetzt einen Plan. Also ich tue mal so, als hätte ich einen Plan. So, hier und ein bisschen zurück, so. Wieso bist du nicht mitten auf dem Weg? Irgendwie. Wow. Irgendwie ist er dumm. Okay. Na gut, dann ist er halt dumm. So. Kann man hier von vorne? Ja, ziemlich gut, ne? Okay, ja, dann müssen wir halt ein bisschen vorgehen. Ah, geht eigentlich. So, okay. Also, damit der Turm so lange wie möglich standhält. Und hier sind die. Ups. Hier sind die Elefanten. Ja, ich glaube, hier ist es nicht so geeignet, um eine Armee aufzubauen. Okay, hier die Elefanten. Dann hier die da. Einfach nur zur Deko. Ja, wobei die können besser Deko spielen.
So. Okay. Die da sind dahinter. Ich sagte dahinter. Junge! Ach, ihr seid... Dann seid ihr da und dann schicke ich euch halt später noch da. So. Okay, dann sind die alle beschäftigt oder... okay. Dann... Ihr kommt hier hin. Ich hoffe, ihr könnt da schießen. So, euch schicke ich dann irgendwann mal dann runter. Die da hole ich dann. Und die Pferde, die Kavallerie, ist dann hier. Die hole ich dann, um in den Rücken zu chargen. Okay. Ach krass. Die können. Okay. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Oh nein. Ah, oh, Schiffe. Das habe ich ganz. Oh nein. Das habe ich ganz vergessen. Ja, dann hätte ich die jetzt noch nicht raus. Ach oh Gott. Dann hätte ich die jetzt noch nicht rausgeholt. Weil das sind ja nur. Nur läppische Bötchen. Okay, also, wenn der jetzt hier hingeht, also wenn der straight nach da geht, dann lasse ich's. Wenn er aber hier reinfährt, dann würde ich neu starten. Das sieht so aus, als würde er hier hingehen. Also, ja. Wenn er hier reinfährt, dann habe ich keine Chance. Oder vielleicht geht er hier hin. Bitte geh da hin. Leinenschwertkämpfer, Leinenpanzerschwertkämpfer, Obliten. Der Feind hat die Tore eingenommen. Alter, ich hätte so viele mit den zwei Schiffen platt machen können, ne? Speerträger. Alter, verdammt, der hat viele. Ja, der fährt hier hin. Letzte Überlegung, dass er hier hin. Okay. Ich probiere es. Aber eigentlich, ja. Eigentlich könnte ich ja gleich einen neuen Start machen. Ich gehe mal dahin. Einfach da, damit die schon was zu tun haben. Damit, und damit die schon mal ein bisschen demoralisiert sind. Was genau? Ja, okay. Gut. Wir sind schon wieder bei 20 Minuten. Ja, das... Warte... Nicht schießen, bitte. Hier. Unser General wird angegriffen. Wir brauchen euch dann später noch.
Ich geh mal zur Seite. Okay, wo sind die Pikiniere? Da sind die. Ich muss warten, bis... Und da kommt er. Ich muss warten, bis... bis hier alle dahin gegangen sind. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Was jetzt schon? Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Ja, der kann auch nicht wirklich schießen hier. Ich gehe mal mit Nummer 1 rein. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Schießt er? Ja. Bisschen auf jeden Fall. Nicht runter, ne? Na, die können auch kaum schießen. Ach. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Naja, ich muss leider straight rein. Und das ist echt scheiße. Das wäre sehr geil, wenn die jetzt gegeneinander kämpfen würden. Das wäre auch irgendwie geil. Wenn man eine Belagerung macht und halt nicht alleine ist, sondern auch mit einer feindlichen Einheit oder mit einer feindlichen Armee. Das wäre schon irgendwie richtig cool. Okay, also die leben noch, die werden gerade sehr schön ignoriert. So. Die haben schon ein bisschen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Schon ein bisschen abgenagt. Das ist jetzt Kacke. Das ist jetzt richtig. Kacke, dass er hier hinkommt. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Ja, das ist jetzt blöd, der rennt jetzt in den Tod.
Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Mal schauen, wie lange der aushält hier. Wenn der jetzt nicht da wäre. Ach Mann. Wenn. Ach. Gepanzerte Elefanten! So, wenn der Athena nicht da wäre. Das ist ja sehr viel einfacher gerade. Unser General ist gefallen! Das wäre gerade sehr viel besser. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Gepanzerte Elefanten! Ja, ja. Das werde ich nochmal starten. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Aber ja, ich habe voll vergessen, dass die Athena hierher kommen. Und ja, das ist nicht so gut. Da hätte ich auf jeden Fall mit den. Hätte ich auf jeden Fall mit den Einheiten auf dem Wasser sehr viel mehr erreichen können als mit denen hier auf der Mauer hier. Nee, das ist jetzt vorbei. Habe ich denen nicht schon längst gesagt, dass sie runterkommen sollen? Wahrscheinlich habe ich nur das gedacht. Ich versuche mal jetzt außen rum zu gehen. Und das hier noch. Ja. Ich konnte halt auch einfach die. Eine unserer Einheiten ist in Raserei. Ich konnte auch einfach die Kavallerie ewig lang nicht einsetzen. Der Feind hat die Tore eingenommen. Gut. Ja, gut. Dann machen wir es neu. Aber das. Ja, wobei, ganz ehrlich, das sage ich jetzt auch noch. Also, alle an die, oder alle an die, an alle, die das jetzt nicht sehen wollen. Ja, macht's gut.
Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bye bye. Und an alle, die den zweiten Versuch sehen wollen, ja, willkommen. Wie gesagt, also ich werde jetzt. Also Pontos hätte ich geschafft. Also Pontos zu verteidigen oder gegen Pontos zu verteidigen hätte ich geschafft. Ganz knapp natürlich. Jetzt sind sie ja da. Interessant. Aber das ändert nichts. Ich habe gerade überlegt, weil ja, ob ich dann nicht doch verteidigen soll, aber nee, das ist eigentlich genau dasselbe wie hier, nur dass er hoffentlich mehr Verluste erleidet. So, beziehungsweise hier kann ich tatsächlich. Wow. Hier kann ich mich viel besser und viel breiter aufstellen. Also sollte er. Ach, das ist ein bisschen blöd hier. Also sollte er. Ja, okay. Wieso sollte er hier hingehen? Ich dachte, ich könnte hier ein bisschen mehr reinschießen. Aber das kann ich nicht. So, ich werde doch am Anfang. Am Anfang kann ich ja schon hier rein. So, ich werde wieder dasselbe machen. Die Hauptsache ist, dass hier der Turm nicht fällt, dass der Turm weiterhin schießen kann. Das ist das Nonplusultra. Ist das Wichtigste, was ich machen muss. Wenn die bis zur Hälfte gefüllt wären, dann könnte ich hier die ganze Reihe ausfüllen. Achso, ja. Entschuldigung. So. Dann die beiden wieder hier. Wieder hier. Und die da hier. Einfach so viel wie möglich hier rein. Die Elefanten kommen. Hier hin. So. Und dann die Kavallerie kommt hier hin. Okay. Der kommt hier hin. Und die da. Ich weiß nicht, ob die wieder von hier kommen. Eigentlich müssten die von da kommen. Ich tue sie mal ein bisschen zurück, falls sie nicht von da kommen, sondern von irgendwie anders. Und die brauchen das da. Und die brauchen schnelles Rudern. Habe ich hier schon? Ja. Habe ich alles angemacht. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Okay. Dann sicher, die wollen ja eh zu mir. Also, ich hoffe, dass der ein bisschen blöd ist. Und nicht sofort mit den Fernkämpfer angreift. Weil der hat sau viele Fernkämpfer dabei. Und Leinenpanzer, Schwertkämpfer, Hopliten, Bürgerwehr, leichte Hopliten, leichte Steinschleuderer und hier. Ich muss die beiden Leinenpanzer, Schwertkämpfer ausschalten. Das ist die Haupt. Also die anderen sind nettes Beiwerk.
An sich erinnert das Beiwerk ist fies, weil die sind alle voll besetzt. Das heißt, die sind so oder so extrem gefährlich. Aber die Laienpanzer Schwertkämpfer, die hier vorne, zum Glück sind die hier vorne, die sind halt sehr viel gefährlicher. Sehr viel gefährlicher. Ja, okay, die schießen alle. Komm schon. Ja, okay, der ist gefangen. Ah. Vielleicht bekomme ich noch eins. Das Gute ist, dass die jetzt die ganzen Munitionsdinger aufbrauchen. Okay. Männer fliehen vor der Schlacht. Naja, drei habe ich. Ne, vier habe ich. Vier Fullstack habe ich geflutet. Das ist mehr, als ich erhoffen konnte. Das ist wirklich gut. Das ist wirklich gut. Vielleicht war das der Gewinn jetzt. Das Problem ist sicher, ich kann hier nicht eine Armee hinstellen. Weil das ist wichtiger. Also das ist ja der Siegespunkt. Und wenn der mal eingesammelt ist oder übernommen ist, dann hat man, glaube ich, eine Minute Zeit. Oder 3 Minuten. Der Feind hat die Tore eingenommen. Zwischen 1 und 3 Minuten, glaube ich, um das wieder einzunehmen. Und das ist sehr sportlich. Also sehr, sehr sportlich. So, dann kann ich mal vorspulen. Jetzt habe ich halt leider keine Fernkampfdinger mehr, aber also Pikeneinheiten gegen die also keine Peltasten gegen die Piken, aber meine Fernkämpfer sollten ausreichen, vor allen Dingen, weil ja unsere Feinde haben einen Turm, ich 4 von denen vernichten konnte. Also das war schon sehr, sehr wichtig. Das war schon sehr, sehr wichtig. So. Ich gehe mal mit dem Elefant dahin. Vielleicht schießen sie dann auf den Elefanten, auf den General. So ein bisschen aus der Reserve locken. Oh, das sieht ganz gut aus. Okay, hier kommen Hopliten, da sind die Pikiniere. Schwerkämpfer, Pikiniere, Hopliten. Okay. Stolz, Leutnant! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Alle bitte auf den. Ich will tote Männer sehen. 51, ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön.
Das war schon sehr gut. Das hat er sehr gut gemacht. Ich mache jetzt schon mal die krass. Ja, Kraftreserve. Wahrscheinlich war das ein bisschen zu voreilig. Ja, wahrscheinlich schon. Und ich gehe mal hier gegen die. Elefanten. Oh Mann, also hier mit das nervt richtig krass. Also dass hier so ein unbegehbarer Fleck ist, das nervt hart. So, ein bisschen motivieren. Warte, ich mach mal die da so, damit ich das auch richtig sehe. Okay, die auf die Herbanner. Oh shit, der hat da auch noch. Der hat nochmal Leinpanzerschwertkämpfer. Ech. Das finde ich gut. Jetzt kommen natürlich seine. Unser General wird angegriffen. Wer? Ach, die da. Ist halt jetzt unpraktisch, dass der am Ragen ist. Aber okay. Okay. Ist gerade sehr unpraktisch, das, was du machst. Ich will die ganze Zeit mit der Kavallerie hier rein. Aber dann ist die Kavallerie in Gefangenschaft. Aber ich glaube. Einen Teil können wir entbehren. Oder müssen wir entbehren. Wieso ist das jetzt. Ach, wieso ist das ja jetzt unser General, der raged? Das ist. Funny, was will der hier? Da sind. Da hat er nicht verstanden, was Rage Mode ist, ne? Jetzt greift er die an, ne? Ach, egal. Okay. Solange hier noch ein Elefant ist, der noch ziemlich gut dabei ist. Sieht gerade ehrlich gesagt gar nicht so schlecht aus. Klar, hier sind viele und hier die ganzen Fernkämpfer. Klar.
Aber solange die Fernkämpfer nur auf die Mauer schießen, also die treffen kaum auf der Mauer. Das ist ganz gut. Okay, warte, jetzt kann ich die wieder formieren. Während die Elefanten. Okay, ich gehe mal hier hin und dahin. Was mein General macht, weiß ich immer noch nicht. Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. So, nee, nicht dahin, nicht dahin, nicht dahin. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Ernsthaft, der ist jetzt rausgegangen. Wenn ich das jetzt noch schaffe, dann ist das heftig. Das ist ein schändlicher Anblick. Dann ist das richtig heftig. Das Problem ist jetzt, dass der auf mich aufmerksam geworden ist. Ich muss schnell unsere hier durch. Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ja, ich kann da nicht hin. Mein General ist nicht da. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Ich versuche hier einfach mal durchzubrechen. Weil hier hat er gerade nichts, was gefährlich sein könnte. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Los jetzt. Das ist ein schändlicher Anblick. Das ist. Ja, das war der falsche. Ja, die wurden jetzt natürlich gefangen, weil die extrem behindert, extrem bescheuert rumhantiert sind. Und hier gibt es jetzt gerade auch keine. Ach, ist. Ja. Gerade ist mir komplett alles egal. Hauptsache, die machen jetzt mal was Gescheites. Würdest du bitte dich beeilen? Die brauchen Hilfe. Okay, und jetzt alle gegen die feindlichen. Wieso geht ihr jetzt? Ihr sollt rennen. So, nochmal nach hinten. Okay, dieses Mal habe ich es, glaube ich, geschafft. Jetzt bewegt. Wir gehen jetzt natürlich zum Turm. So, okay, wir haben es geschafft.
Uiuiui. Schnell weg. Schnell weg. Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr rasen hier. Alter. Also als die Pferde, als die Kavallerie so angefangen hat, die ganze Zeit sich fangen zu lassen, da dachte ich auch, come on. Und als der General rausgeflohen ist, Alter, muss das sein. Oh Gott. Okay, aber come on. Also der Elefant mit 1000, unser General mit 600, wäre natürlich sehr viel mehr gewesen, wenn die KI ihn nicht rausgeschickt hätte. Und alle sind heil geblieben, außer halt die beiden. Aber das war extrem wichtig. Das war extrem, extrem wichtig. Ah, gut, dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ist eine echt lange Folge jetzt, 50 Minuten. Aber wir haben unsere Hauptstadt erfolgreich verteidigt. Dann schönen Tag noch und mal schauen, wie lange wir noch raus sein. Macht's gut, bye bye.